Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Approximation mit Fourier-Reihen. Ja, letztes Mal haben wir das Beispiel durchgerechnet mit dieser Hutfunktion, haben uns das visualisiert. Und jetzt wollen wir halt so ein bisschen auf die Systematik hinarbeiten, was hinter gleichmäßiger Konvergenz steckt bei Fourier-Reihen. Und dafür brauchen wir jetzt ein bisschen technische Hilfsmittel. Diese technischen Hilfsmittel tragen die wunderbaren Namen Dirichlet und Fayette-Kerne. Und jetzt ist vielleicht so die erste Frage, ja, was ist das? Wofür braucht man das? Und wir fangen halt einfach mal vorne an und gucken uns zunächst an diese Dirichlet-Kerne. Und dann wollen wir da wieder ein Gefühl für entwickeln. Ich habe da auch wieder ein bisschen was grafisch vorbereitet. Und dann werden wir aus diesen Dirichlet-Kernen herausziehen, warum die nicht ganz so toll sind für das, was wir vorhaben. Also definieren wir sie erstmal. Das sind jetzt nicht irgendwelche besonders exotischen Dinger, sondern das ist eine relativ simple Definition, die wir hinschreiben können. Wir nehmen uns irgendeine reelle Zahl u, wir nehmen uns n aus n und dann definieren wir dn von u als, das Gefühl, dass ich so ein bisschen den Scope verändert habe hier bei dem OneNote, dass der nicht ganz richtig ist, weil der Shift, der wirkt mir arg dünn, aber das ist jetzt gerade nicht so schlimm. Und das soll einfach sein, der Sinus von 2n plus 1 mal u halbe geteilt durch den Sinus von u halbe. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wenn wir u aus r haben wollen, ja, dann müssen wir hier gucken, weil hier kann es passieren, dass Nullen stehen, nämlich genau dann, wenn unser u 2k Pi ist für irgendein k. Das heißt, wir setzen noch dazu, dass dn von 2k Pi gerade 2n plus 1 ist. Das ist die Definition von Dirichlet-Kern. Jo, da steht sie. Da können wir erstaunlich wenig mit anfangen, ne? Aber wir können uns das grafisch ein bisschen anschauen, denn ich habe da mal wieder was vorbereitet. Und zwar steht hier der Dirichlet-Kern dn. Und wir werden jetzt uns mal ein paar n's angucken. Also hier sehen wir gerade d1. Ja, d1 ist, wenn man sich die Formel mal im Hinterkopf behält, hier oben können wir so ein bisschen erahnen. Na komm her. Geht das nicht? Warum geht das nicht? So, geht doch. So. Und zwar haben wir hier oben quasi die Formel stehen. Ne? Also wir haben irgendwie, jetzt müssen wir uns n gleich 1 denken. Das heißt, wir haben hier irgendwie Sinus von 3 mal x halbe durch Sinus von x halbe. Also hier steht er auch. Ne? So, und jetzt können wir uns überlegen, wenn wir das n erhöhen, naja, dann wird das hier oben mehr oszillieren. Und das hier unten wird halt gleich stark oszillieren. Das heißt, an irgendwelchen Stellen könnten sich diese Oszillationen aufschaukeln. Ne, ihr kennt das, wenn ihr zwei Wasserwellen gegeneinander drückt, dann kommt halt so ein, wird der eingesogen und dann kommt so ein Spritzer nach oben. Das ist das gleiche Phänomen. Und das, tatsächlich passiert genau das. Wenn ich n gleich 2 mache, sehen wir das schon so ein bisschen angedeutet. Hier oszilliert halt einfach eine der Funktionen wesentlich stärker als die andere und dementsprechend ergeben sich hier periodische Spitzen. Ja, und ihr seht, die werden größer. Was aber auch irgendwo logisch ist, weil wir haben ja die Do so definiert, dass die in Vielfachen von 2k Pi, ich ändere jetzt hier vielleicht mal gerade einmal ganz kurz was, nämlich, dass die x-Achse bitte mal skaliert mit Pi. So, wenn man Vielfaches haben von 2k Pi, Koordinaten geteilt, hätte ich aber gerne weiterhin angezeigt. Wenn wir ein Vielfaches haben von 2k mal Pi, also zum Beispiel minus 4 Pi, dann ist ja das Ding so definiert, dass da zweimal das k plus 1 rauskommt. So bei 4 haben wir jetzt also k gleich 2, das heißt, Moment, n, nicht k, n. Ne? Also zweimal n plus 1, so haben wir es definiert. Das heißt, bei minus 4 und bei n gleich 5 hier müsste jetzt rauskommen 11. Das tut es auch. Ne? Und wenn wir das jetzt weitersetzen, dann wissen wir, okay, 2n plus 1 geht gegen unendlich. Das heißt, diese Spitzen werden immer größer. Und die Oszillation wird immer krasser.
Ja, das ist hier an der Stelle schon der Effekt, den man so erahnt. Und jetzt wollen wir erstmal so ein paar dieser Eigenschaften, die wir hier erahnen, irgendwie auch abdecken, beziehungsweise einfach mal in einem Satz sammeln. Wir sehen nämlich auf den ersten Blick schon mal, okay, das sind gerade Funktionen, egal was ich hier mache. Und es sind offensichtlich zwei pi-periodische Funktionen, so rum. Ne? Also die wiederholen sich ja alle zwei Pi. Und die scheinen stetig zu sein. Ja, also außerhalb von 2k Pi ist das klar. Aber in 2k Pi müssen wir tatsächlich einen Grenzübergang zeigen. So. Das wird jetzt der erste Satz sein zu den Dirichlet-Kernen. Damit sammeln wir dann ein paar Eigenschaften. Also, Satz 2.2. Die Dirichlet-Kerne sind gerade, 2 Pi periodisch und stetig. Na, also tatsächlich diese optische Erfahrung, dass die Dinger stetig zu sein scheinen, können wir jetzt tatsächlich auch nachrechnen. Ja, zu zeigen ist eigentlich nur die Stetigkeit, weil dass die Dinger gerade sind, ist klar, weil ich hier oben eine gerade Funktion habe, unten eine gerade Funktion habe. Das heißt, wenn ich die Eigenschaft einer geraden Funktion nachrechne, kriege ich das aus dem Nenner und aus dem Zähler rausgezogen. Das heißt, die minus 1er, die ich rausziehe, heben sich auf und es kommt genau dn von u wieder raus. Ne? Also das ist klar. Das heißt, 2 Pi periodisch ist Haken dran. Dass die Dinger gerade, ja, ich habe gerade begründet, dass die neue gerade ist. Also an gerade ist ein Haken dran. Dass die Dinger 2 Pi periodisch sind, ist auch klar, weil sowohl Zähler als auch Nenner sind 2 Pi periodisch. So, und dann stetig. Da ist was zu zeigen, allerdings auch nur, wenn wir in Vielfachen sind von 2k Pi. Also klar für u ungleich 2k Pi. Weil für u ungleich 2k Pi ist das hier ein Quotient aus zwei stetigen Funktionen. Ja, und das heißt, die sind dann wieder stetig. Das ist gerade ein Satz aus der Analysis 1, irgendwo über Stetigkeit. Ich würde euch gerne sagen, wo der bei mir im Skript ist, aber der existiert zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video gerade entsteht, noch nicht als Video, nur als Skript. So, also müssen wir das jetzt mal irgendwie uns angucken in u gleich 2k pi. Also, für die Stetigkeit in u gleich 2k pi betrachten wir, und jetzt machen wir einfach ganz klassischen Grenzübergang. Das heißt, wir lassen das u mal gegen 2k pi gehen. So, jetzt haben wir einen Nenner und einen Zähler und wir gucken uns jetzt erstmal an, was passiert, wenn wir die in diesen Grenzübergang schicken, u gegen 2k pi. Vielleicht kommt ja was Undefiniertes raus, dann dürfen wir L'Hôpital anwenden. Also, gucken wir uns mal den Zähler an. Sinus von 2n plus 1 u halbe. Wenn ich jetzt das u gegen 2k pi schicke, was passiert dann? Naja, der Sinus ist stetig. Das heißt, ich darf den Limes hier in den Sinus reinziehen. Das heißt, der ganze Bums hier, der konvergiert gegen Sinus von 2n plus 1 mal k pi. Ja, das heißt, hier drin steht im Sinus ein Vielfaches von pi. Das heißt, das ist im Grenzwert 0. Das sieht schon mal gut aus. Und dann haben wir Sinus von u halbe. Der ist einfach, weil der konvergiert für u gegen 2k pi natürlich einfach gegen Sinus von k mal pi. Und Sinus von k mal pi ist natürlich wiederum 0. So, das heißt, wir haben hier im Grenzwert eine unbestimmte Form. Das heißt, wir dürfen L'Hôpital anwenden. Wir haben quasi den L'Hôpital-Fall 0 durch 0. Auch wenn ich den ungern so nenne. Ja, das heißt, wir dürfen uns nach L'Hôpital jetzt zurückziehen auf den Grenzübergang. Ja, wenn ich die Dinger ableite. Und wenn ich den Zähler ableite, dann kriege ich raus Cosinus von 2n plus 1 mal u halbe mal 2n plus 1 halbe, also innere Ableitung, geteilt durch Cosinus von u halbe mal 1 halb. Ja, und können uns jetzt halt auf diesen Grenzübergang zurückziehen, wenn das u gegen 2k Pi ist.
Und jetzt machen wir natürlich das Gleiche. Wir gucken uns an, was machen Zähler und was machen Nenner. Und das möchte ich jetzt hier mal kurz so ein bisschen informell hinschreiben, also hier sozusagen reinmalen. Weil wie ihr euch das formalisiert, das sollte klar sein. Aber dann kann man hier wenigstens so ein bisschen die Vorzüge einer Vorlesung mal ausnutzen im Sinne von, dass ich ein bisschen freier bin in der Gestaltung. Was passiert denn hier, wenn ich das Ganze gegen 2k Pi schicke? Naja, ordinärerweise können wir erstmal jedes U durch 2k Pi ersetzen. Das heißt, auch das wieder, weil Cosinus stetig ist, das heißt, was hier rauskommt in dem Grenzprozess ist Cosinus von 2n plus 1 mal k Pi. Ne, weil die Halben kürzen sich ja gerade mit der 2. Ja, mal irgendwie so ein 2n plus 1 halbe, weil das steht ja komplett außen vor. Das sieht erstmal ganz gut aus. Denn vor allen Dingen das Schöne ist, hier steht effektiv minus 1 hoch k. Denn das ist ein Vielfaches von Pi. Also minus 1 hoch 2n plus 1 mal k. Aber das ist nicht schlimm. Und dann mal 2n plus 1 halbe. So, das wäre der Zähler. Insbesondere steht da keine 0. Und auch kein Unendlich. Ist gut. So, wie sieht das im Nenner aus? Ja, der ist wieder ein bisschen einfacher, weil da ja nur der Cosinus drin steht und kein n und k. K kommt jetzt rein. Das konvergiert jetzt einfach gegen Cosinus von k Pi mal ein halb. Und auch hier haben wir wieder diese Umformung. Cosinus von k mal Pi ist einfach minus 1 hoch k. Und dann bleibt hier minus 1 hoch k mal ein halb stehen. Das heißt, was haben wir? Wir haben Cosinus, ich kopiere mir den kurz, dann brauchen wir es nicht nochmal hinschreiben. Der hier, der konvergiert für u gegen 2k Pi gegen minus 1 hoch 2n plus 1 mal k mal 2n plus 1 halbe geteilt durch minus 1 hoch k mal ein halb. So. Jetzt können wir uns Folgendes überlegen. Dieses minus 1 hoch 2n plus 1 mal k. Das ist ja nichts anderes als minus 1 hoch 2n plus 1 hoch k. Das ist ja einfach die Anwendung der Potenzgesetze. 2n plus 1 ist aber immer ungerade. Das ist also minus 1 hoch k. Ja, das heißt, effektiv steht da oben einfach minus 1 hoch k. Das heißt, mit dieser Nebenrechnung hier darf ich das Dingen gegen das Dingen hier kürzen. Wie vielleicht vorher eine andere Farbe draufgelegt. So. Also das ist hier die Begründung für diesen Kürzungsprozess. Naja, und dann darf ich hier natürlich die 1/2 gegen diese 1/2 kürzen. Das heißt, was rauskommt, ist 2n plus 1. So. Und damit, das ist jetzt wieder L'Hôpital, konvergiert unser dn von u gegen 2n plus 1 für u gegen 2k Pi. Und damit ist unser dn eine stetige Funktion. Ja, das natürlich aber irgendwie auch nicht überrascht, weil in Hindsight ist es natürlich eigentlich so, man rechnet diesen Limes aus und definiert dann die Dirichlet-Kerne so, dass sie halt gerade diesen Limes natürlich als Funktionswert erhalten, damit man eben eine stetige Funktion hat. Aber damit sind wir jetzt eben an dieser schönen Position, dass wir hier halt ja, immer mit stetigen Funktionen operieren. Das ist hübsch. Gut, ja, damit wären wir für diese Folge auch schon wieder durch. Damit bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit weiteren Eigenschaften der Dirichlet-Kerne. Bis dahin habt eine schöne Zeit, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.